Mein Name ist Raphael Fährmann und ich promoviere am Institut für Erziehungswissenschaft. Mein Forschungsschwerpunkt ist zu erfassen, wie Lehramtsstudierende ihre eigene digitale Kompetenz erfassen und wie sie ihre Kompetenz einschätzen, digitale Bildung im Unterricht umzusetzen. Zudem evaluiere ich, wie die Teilnahme an einem speziell entwickelten Hochschulseminar diese digitalen Kompetenzen verändern kann. Digitale Medien und digitale Strukturen prägen unser alltägliches Leben und Handeln schon jetzt in sehr vielen Bereichen. Wir hinterfragen aber nicht die technologischen Strukturen, die dahinter liegen und die uns diese Funktionsweise und überhaupt diesen Konsum, dieses Arbeiten mit Medien ermöglichen. Und da es eben Aufgabe von Schule ist, SchülerInnen auf die zukünftige Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten, ist es umso wichtiger, sie auch zu digitaler Souveränität zu führen. Links, geradeaus. Und in diesem Seminar mit dem Titel Lernroboter im Unterricht erfahren die Studierenden ganz einfache algorithmische Muster. Sie erlernen anhand konkret eingesetzter Lernroboter, wie algorithmische Muster funktionieren, was ein Algorithmus ist. Und diese Lernroboter eignen sich sehr gut zur Vermittlung dieses ersten grundlegenden Denkens im Rahmen eines Algorithmus, da sie spezielle Zugangsweisen bieten. Ich bin gerne in diesem Bereich tätig, weil mir die Tätigkeit mit den Studierenden und der Austausch der gegenseitige sehr viel Freude bereitet. Und da ich zuvor Grundschullehramt an der Uni Münster studiert habe, möchte ich nach der Promotion auf jeden Fall ins Referendariat, um auch die schulische Seite noch einmal ausführlich kennenzulernen. Ich kann mir aber perspektivisch vorstellen, längerfristig im Bereich der digitalen Medien tätig zu sein und hier mein Wissen auch fortlaufend auszubauen.